Das Desaster Rente. Fast ein Viertel aller deutschen Senioren leidet unter Altersarmut. Tendenz steigend. Besonders betroffen Frauen. Wir schicken zwei Frauen verschiedener Generationen mit sehr unterschiedlichen Rentenprognosen zur Altersvorsorgeberatung bei verschiedenen Banken und Versicherungen. Wie sinnvoll sind die angebotenen Produkte und was für Alternativen gibt es für eine bessere Rente? Ich bin Christina Hüppen, 35 Jahre alt und alleinerziehende Mama eines Sohnes. Und meine Rente liegt beim aktuellen Stand von heute bei ca. 200 Euro. Magere Aussichten. Ich bin Ilka Otto. Ich bin 55 Jahre alt und bekomme Stand jetzt in 12 Jahren eine Rente von ca. 2000 Euro. Doch die vollzeitbeschäftigte Mutter will mehr und lässt sich von einer großen Versicherung in Sachen Rente aufstocken beraten. 150 Euro extra monatlich kann Ilka anlegen, bevor sie in Rente geht. Der Berater schlägt ein konservatives Modell vor, bei dem Ilka in diesen 12 Jahren ganze 2400 Euro Rendite erwirtschaftet. Brutto. Ich bin jetzt tatsächlich wirklich richtig gespannt, was mir die Finanzexpertin dazu mitteilt. Bei Christina Hüppen ist mit einer voraussichtlichen Minirente von 200 Euro monatlich die Altersarmut nur schwer abzuwenden. Umso wichtiger ist es für Christina, gut beraten zu werden, um vielleicht doch noch die Kurve zu kriegen. Dafür lässt sich die 35-jährige alleinerziehende Mutter und Kindergärtnerin in Teilzeit heute ebenfalls zur Altersvorsorge beraten. Von einer großen Bank. Das Ergebnis des Beratungstermins klingt auf den ersten Blick vielversprechend. Die hat mir die Riester-Rente angeboten. Also sie hat mir jetzt einen Vorschlag gegeben von 25 Euro monatlich. Und dann würde ich, das sind dann, wenn ich 67 Jahre alt bin, ca. 10.800, glaube ich, die ich da ausgezahlt bekomme. Und ich hätte zwei Möglichkeiten, entweder die 10.000 Euro ausgezahlt zu bekommen oder halt monatlich 168 Euro. Die ich ausgezahlt bekomme als Rente. Wie viel dieser Vorschlag Christina wirklich bringt, wird sich unsere Finanzexpertin Camelia Schallerli genauer anschauen. Hi, mein Name ist Camelia Schallerli. Ich bin 30 Jahre alt und seit 6 Jahren selbstständige Finanzberaterin. Mit Szenarien der drohenden Altersarmut, wie im Fall Christina, wird die Wirtschaftswissenschaftlerin fast täglich konfrontiert. Altersarmut ist in Deutschland vorwiegend ein weibliches Problem, weil natürlich die Mütter heutzutage immer noch die Kinder bekommen und dann entsprechend zu Hause bleiben. Und zu Hause besucht Camelia heute auch Christina Hüppen, um ihre Situation genau zu analysieren und ihr zu helfen. Dafür wird Camelia auch die Ergebnisse der Bankberatung kritisch unter die Lupe nehmen. Doch zunächst gibt's erstmal eine Bestandsaufnahme. Und die bringt eine überraschende Erkenntnis für Christina. Hast du dir denn schon mal überlegt, Christina, wie viel Geld möchtest du denn monatlich zur Verfügung haben, wenn du dann in Rente gehst? Um anständig leben zu können und sich auch mal was leisten zu können, wären das mindestens 1500. Wenn du sagst, du möchtest 1500 Euro zur Verfügung haben, dann ist das ja quasi die heutige Kaufkraft. Also in 32 Jahren kann man sich mit 1500 Euro ja weniger leisten als heute. Das stimmt, da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ganz wichtiger Punkt, das nennt sich Inflation. Dann lass uns mal schauen, wie viel du wirklich mit 67 dann monatlich brauchst, damit du dir das Gleiche leisten kannst wie heute für 1500 Euro. Das heißt, bis dahin sind es ja noch 32 Jahre. Ich rechne jetzt gerne erstmal für unser Beispiel im Schnitt mit 2% Inflationsrate. Dann siehst du jetzt hier, dass du tatsächlich nicht 1500 Euro brauchst, wenn du in Rente gehst, wenn du dir das Gleiche leisten möchtest wie heute, sondern 2826 Euro. Was? Ist eigentlich das, was du wirklich bräuchtest, wenn du dir das Gleiche leisten möchtest wie heute für 1500 Euro. Das war dir so noch nicht bewusst, ne? Nee, Unterschied. Ja. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen geflasht, ne? Also das ist schon... Ist den meisten Hammer. Menschen so nicht bewusst. Nee. Die Inflation, das Schreckgespenst für alle Rentenberechnungen. Das weiß auch der Finanzexperte Saidi Sulilatu von der Stiftung Finanztipp.
Als eine gute Daumenregel für die Inflation kann man sich immer Folgendes merken. Wenn ich von einer durchschnittlichen Inflation von 2% pro Jahr ausgehe, wo wir natürlich derzeit deutlich drüber liegen, dann verdoppeln sich über 35 Jahre, also für einen jungen Menschen bis zur Rente, alle Preise. Das heißt, ein Kilo Äpfel, das heute 1,50 Euro kosten würde, würde dann mit 67, wenn die Inflation wieder auf Normalmaß zurückkommt, dann ungefähr 3 Euro kosten. Grundsätzlich würde ich davon ausgehen, wenn ich normaler Angestellter bin und nur auf eine gesetzliche Rente im Alter hoffen kann, dann werde ich mit ungefähr nur der Hälfte meines Geldes klarkommen müssen. So, dann zeig mal, was in den Rentenbescheiden so drin steht. Ja. Nach heutigem Stand bekäme Christina nur knappe 210 Euro Rente für ihre Teilzeitbeschäftigung und je nach jährlicher Anpassung bis zu 310 Euro. Doch sie möchte zu Rentenbeginn im Jahr 2054 nach heutiger Kaufkraft 1.500 Euro als Rente haben. Bis dahin werden dann 1.500 Euro nur noch 750 Euro wert sein. Wird die Inflation mit einberechnet, benötigt Christina später also fast das Doppelte, nämlich 2.826 Euro. Expertin Camelia Schalali rechnet Christina vor, was sie monatlich zurücklegen müsste, um auf ihre Wunschsumme zu kommen. 573 Euro. Was ich monatlich wegtun soll. Was du monatlich investierst. Ich könnte heulen, ne? Also, ja, doof gelaufen, ne? Würde ich mal sagen. Ja. Werde ich ja niemals schaffen, so viel monatlich auf Seite zu packen. Ist nicht realistisch. Also statistisch gesehen ist es ganz klar so, dass Frauen mehr von dem Thema der Altersarmut betroffen sind als Männer. Und das hängt einfach auch noch damit zusammen, dass Frauen heutzutage eher die sind, die, wenn sie Kinder bekommen, erstmal aufhören zu arbeiten eine Zeit lang oder dann in Teilzeit gehen. Und je länger Frauen dann in Teilzeit gehen, desto geringer fällt natürlich dann auch der gesetzliche Rentenanspruch aus. Christina kann unmöglich 573 Euro monatlich zur Seite legen. Aber sie kann ihre Rente verbessern, wenn sie möglichst bald in eine Vollzeitstelle wechselt und noch zusätzlich für ihre Rente spart. Doch das ist für die alleinerziehende Mutter in Teilzeit nicht so einfach. Die Expertin schaut sich den Altersvorsorgevorschlag der Bank für Christina an. Ah, also ich sehe eine Riester-Rente. Wenn ich das mal so sagen darf, ich bin eigentlich davon begeistert. Also beim Thema der Riester-Rente muss man ja sagen, sie ist sehr umstritten. Es gibt unterschiedliche Modelle von Riester-Renten. Das bedeutet, wir brauchen irgendwas, was dir wieder Rendite bringt. Und da gibt es Modelle der Riester-Rente, die das anbieten können. Das bedeutet, die hier auch eine relativ hohe Fondsquote anbieten können, wo du auch selber wirklich aussuchen kannst, in Fonds zu investieren, in ETFs zu investieren. Das kannst du dir genauso selber aussuchen wie bei anderer Vorsorge auch. ETF ist die Abkürzung für Exchange Traded Funds. Das sind Investmentfonds, die fortlaufend an der Börse gehandelt werden. ETFs umfassen viele große börsennotierte Unternehmen im Paket, entweder in Deutschland oder weltweit. Eine Riester-Rente, die darauf basiert, würde Christina schon helfen. Aber genau das gibt der Bankenvorschlag leider nicht her. Den Vorschlag, den du jetzt hier hast, du hast hier keine hohe Partizipierung an der Fondsquote, das Produkt würde ich nicht machen. Wenn Riester-Rente, dann nur nicht so. Also Christina würde ich entweder wirklich staatlich geförderte Modelle empfehlen. Da wären wir dann bei einer Riester-Rente beispielsweise, weil sie zusätzlich zu dem, was sie selber investiert, die staatlichen Zulagen bekommt und der Aspekt, dass sie diese Rente versteuern muss, bei ihrem Gehalt zukünftig nicht sehr ausschlaggebend sein wird. Das heißt, wenn dann Riester-Rente, aber dann so möglichst fondsgebunden, dass halt auch wirklich viel rauskommt. Für Christina als Teilzeitbeschäftigte bedeutet das, für sich und ihren Sohn würde die alleinerziehende Mutter 475 Euro staatliche Zulage jährlich kassieren, zusätzlich zu ihren monatlichen Einzahlungen. Also wenn mein Einkommen ziemlich gering ist und ich dann womöglich noch mindestens eine Kinderzulage bekomme, weil dann zahle ich in aller Regel deutlich weniger ein, als was ich vom Staat bekomme. Und dann habe ich allein durch die staatlichen Zulagen quasi eine garantierte Rendite. Und in dem Fall macht Riester absolut Sinn. Die Riester-Rente hat auch noch ein paar andere Faktoren, die für dich vielleicht relevant sein können. Beispielsweise ist sie Hartz IV geschützt, insolvenzgeschützt. Mhm. Das bedeutet, da kann der Staat nicht sagen, hey, an das Geld geh mal erstmal ran, bevor du beispielsweise Hartz IV oder Ähnlichem bekommen würdest. Das wäre halt auch wichtig, ne? Weil man kann ja immer halt in der Arbeitslosigkeit reinrutschen, ungewollt, ne?
Und noch etwas gibt es bei der Riester-Rente immer zu beachten. Ich würde jedem raten, der einen Riester-Vertrag bereits hat, mal die jährlichen Abrechnungen genau zu überprüfen, ob sich dann nicht herausstellt, dass da ein Minus drin ist. Sprich, dass man derzeit weniger im Vertrag drin hat, als man eigentlich eingezahlt hat. Das ist nämlich bei den meisten Verträgen der Fall. Dann sollte ich den eben stilllegen und der Anbieter ist gesetzlich dazu verpflichtet, bis zu meinem Renteneintritt, also zum Beispiel bis 67, diesen Vertrag wieder auf plus minus null aufzufüllen. Christina, dann würde ich vorschlagen, verbleiben wir erstmal so und dann melde ich mich bei dir, ja? Okay, super. Camelia wird jetzt für Christina sinnvolle Angebote von Anbietern vorgebundener Riester-Renten prüfen. Um ihren Rentenzielen realistisch näher zu kommen, sollte die alleinerziehende Mutter nicht allein auf die Riester-Rente setzen. Mit Hilfe von staatlichen Förderprogrammen und Fortbildungsmaßnahmen kann Christina versuchen, sich beruflich zu verbessern und schnellstmöglich wieder in Vollzeitbeschäftigung zu kommen. Altersarmut ist in Deutschland vorwiegend ein weibliches Problem, weil natürlich die Mütter heutzutage immer noch die Kinder bekommen und dann entsprechend zu Hause bleiben. Oft kommt dann auch noch eine Teilzeitbeschäftigung hinzu und das spielt natürlich bei der gesetzlichen Rente eine große Rolle. Deswegen ist es eigentlich viel wichtiger, wenn man ein Kind bekommt, dass die Männer auch mit bei der Altersvorsorge der Frauen mitwirken. Das bedeutet, man sollte immer das gemeinsame Haushaltseinkommen betrachten und dafür sorgen, dass die private Altersvorsorge der Frau genauso weitergeführt werden kann als die private Altersvorsorge der Männer. Am nächsten Tag. Heute hat Ilka ihren Beratungstermin mit Finanzexpertin Camelia Schalali. Dafür besucht sie Camelia in ihrem Büro in Hannover. Sie will ihr den Vorschlag zeigen, den ihr eine Versicherung für eine zusätzliche Altersvorsorge gemacht hat. Ilka wird in 12 Jahren in Rente gehen und gut 2000 Euro zur Verfügung haben. Zusätzlich hat sie aber noch eine überbetriebliche Rente abgeschlossen. Kommt so auf insgesamt 2500 Euro. Doch auch sie hat in dieser Berechnung die Inflation vergessen. 2% beträgt jetzt die Inflation. Das bedeutet, du bräuchtest ab Renteneintritt eigentlich 3.170 Euro monatlich netto auf deinem Konto, okay, um dir das Gleiche leisten zu können wie heute für 2.500 Euro netto. Das ist stark. Ja, das ist schon mal noch mal so ein bisschen was drauf, ne? Das überrascht mich arg, dass wirklich die Differenz so riesengroß ist, ne? Diese Differenz verringert sich auch nicht durch eventuelle Gehaltserhöhungen. Denn laut Statistischem Bundesamt verdienen Frauen 18% weniger als Männer. Und ihre Gehaltserhöhungen werden in der Regel von der Inflation vernichtet. Ilka zeigt Camelia den Vorschlag zur Altersvorsorge, den sie von der Versicherung bei ihrem Beratungstermin bekommen hat. Das Unternehmen verspricht ihr eine hohe Rendite. Das kann ich dir dahingehend schon mal sagen. 5-4% kannst du in dem Vorschlag schon mal vergessen. Das wird dieses Modell niemals machen. Hängt auch unter anderem damit zusammen, dass du bei diesem Modell so konservativ unterwegs bist, dass du hier keine Fonds, ETFs, was auch immer drin hast. Du bist hier nicht am Kapitalmarkt investiert. Genau. Und die einzige Möglichkeit für dich, hier irgendwie Wertentwicklung zu haben, ist sozusagen über die Finanzstärke, die Gewinne, die diese Versicherung selber entsprechend macht. Okay. Aus Erfahrung heraus würde ich sagen, auch wenn das vielleicht eine starke, bekannte Versicherungsgesellschaft ist, mehr als 2-3% im Maximum wird da auch nicht rauskommen. Wodurch denn? Weil du bist ja nichts investiert. Heutzutage kommt man nicht mehr drum herum, in Fonds oder beispielsweise auch ETFs zu investieren, egal ob man das jetzt über ein Depot oder über die Versicherung macht, das muss auf jeden Fall mit rein. Weil anders gibt es heutzutage keine Möglichkeit, mehr Rendite, Zinsen zu bekommen. Für Ilka ist jetzt klar, sie muss ihre 150 Euro monatlich am Aktienmarkt anlegen, wenn sie ihre Rente aufstocken und an die Inflation anpassen will. Dass da ja wirklich 700, 800 Euro mehr notwendig sind, das haut mich jetzt ein bisschen um. Und so weit habe ich wirklich noch nicht gedacht. Und das ist noch mehr ein Grund, dass ich irgendwo schaue, was ich noch weiter für meine Altersvorsorge machen kann. Frauen sollten sich nicht von ihren Partnern oder Männern abhängig machen, sondern ihre eigenen Finanzen in die Hand nehmen, sich selber Lösungen für die Altersvorsorge suchen und das nicht nur in Absprache mit Partnern, Männern oder Ähnliches tun.
Ganz wichtig, Frauen sollten Altersvorsorgeprodukte von Banken und Versicherungen vor der Unterschrift einer genauen Prüfung unterziehen. Am besten wenden Sie sich an eine unabhängige Finanzberaterin oder einen Finanzberater. Diesen Schritt haben Ilka und Christina bereits getan.